Trunkeltoast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Trunkeltoast merch. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Mama. Ich mache mich auf den Weg in die Schule. Einen wunderschönen guten Morgen, Nora. Ich wünsche dir viel Spaß in der Schule, meine Süße. Ja, ich versuche Spaß zu haben. Ich kann nichts versprechen. Sie ist schon seit ein paar Tagen so komisch, so traurig irgendwie. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe, dass sie lacht. Ich habe sie zwar schon gefragt, was los ist, aber sie will es mir einfach nicht sagen. So sind Kinder in ihrem Alter. Sie werden schon bereit sein und dann werden sie mit uns reden. Und hier bin ich schon. Oh nein. Bitte, Nora, du hast mich die letzten Tage schon ignoriert. Ich werde ihn einfach ignorieren, so wie die letzten Tage auch. Nora, ich flehe dich an, sprich mit mir. Bitte. Einfach ignorieren. Ich gehe in meine Klasse. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, junger Jimin. Wir wissen, dass Sie noch auf kein anderes Date waren. Dieses Mädchen hat gelogen. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Sie spricht einfach nicht mit mir. Das ist wohl das Schlimmste, was sie machen kann. Mich einfach ignorieren. Ich hätte mir niemals gedacht, dass Jimin wirklich so etwas macht. Wie man sich in Leute täuschen kann. Ja, dass er Nora einfach betrügt. So ein Schuft. Psst, sie ist hinter euch. Könnt ihr bitte aufhören, sowas vor ihr zu sagen? Ich hätte einfach nicht mit ihm auf ein Date gehen sollen. Jetzt reden auch noch alle Leute darüber. Oh Mann. Oh, Mittagspause. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich werde einfach nur hier sitzen. Okay, das ist die letzte Chance, die ich habe. Hallo Nora, wie geht es dir? Wollen wir gemeinsam Mittagessen? Was sagst du? Oh nein, er ist schon wieder hier. Wenn ich ihn sehe, bin ich so traurig. Ich muss schnell weinen gehen. Okay, wenn sie nicht mit mir reden will, das war mein letzter Versuch. Ich probiere es nicht mehr. Ich habe auch meine eigene Würde, auch wenn es mir das Herz bricht. Aber ich muss Nora aufgeben. Unser Plan hat sogar noch besser funktioniert. Nora hat seit 2 Wochen kein Wort mehr mit ihm geredet. Und alle glauben, er ist ein Betrüger. Nanu, wo ist Nora eigentlich? Sie sollte doch hier sein. Ihre Stunde ist zu Ende. Wir wollen doch alle gemeinsam nach Hause gehen. Ich weiß, wo sie nicht ist. Bei Jimin. Wie wär's, Cesar und Benny? Geht ihr mal Nora suchen? Ich glaube, sie ist am Klo oder so. Ja, wahrscheinlich weint sie sich die Augen aus. Komm, Cesar, suchen wir nach Nora. Nanu, ist das nicht... Oh, das ist doch Jimin. Schnell weg, dass er uns nicht sieht. Nein, warte, ich will hören, was er zu sagen hat. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe sie wirklich gern gehabt. Sie war einfach das netteste Mädchen, was ich je kennengelernt habe. Es tut mir wirklich leid, dich so leiden zu sehen. Ich weiß, was sie dir bedeutet hat. Sie war das erste Mädchen, mit dem ich auf ein Date war. Das erste Mädchen, das ich mein Herz geschenkt habe. Und sie glaubt mir einfach nicht. Bitte, junger Herr, Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Irgendwie wird sich das schon lösen. Nein, ich sehe schwarz für uns. Ich gebe sie auf. Nora ist frei. Sind Sie sich ganz sicher? Das sagen Sie jetzt. Oh Mann, Nora hat ihm anscheinend wirklich viel bedeutet. Ich habe ja gesagt, dass das ein blöder Plan ist. Warte, Nora, bitte rede mit mir. Du musst mir einfach glauben, bitte. Jimin, es tut mir wirklich leid, aber ich kann dir einfach nicht vertrauen. Es tut mir wirklich leid und rede nie wieder mehr mit mir. Okay. Ich werde nie wieder mehr mit dir reden. Oh, Benny, ich glaube, du hast recht. Was haben wir den beiden nur angetan? Oh mein Gott. Es freut mich, dass du das auch eingesehen hast. Aber jetzt? Jetzt ist es zu spät. Was haben wir nur getan? Ich bin bereit. Wir können nach Hause gehen. Ich möchte einfach nicht mehr hier sein. Ich möchte Jimmy nicht mehr sehen. Gehen wir, Leute. Leute, ich glaube, wir haben einen riesigen Fehler gemacht. Ich glaube, Jimmy hat Nora wirklich viel bedeutet. Oh, jetzt fängst du auch noch damit an? Nein. Jimin ist ein Betrüger, er ist ein Widerling und er würde ihr Herz brechen. Und jetzt gehen wir nach Hause, kommt! Es hat keinen Sinn, mit ihm drüber zu reden. Er wird es einfach nie einsehen. Was denkt ihr? War der Plan vielleicht doch keine gute Idee? Nicht Jimin hat Nora das Herz gebrochen, das waren wir. Na, zu Hause. Ich gehe in mein Zimmer. Es reicht mir, dass sie jetzt wegen diesen Typen traurig ist. Ach, ich muss mit dir reden. Was? Das ist keine gute Idee. Adam, warte. Adam ist so wütend. So habe ich ihn ja noch nie gesehen. Wenn es um Jimin geht, sieht er nur rot. Der denkt überhaupt nicht mehr klar. Oh Mann, was er Nora wohl sagen wird? Nora, vergiss diesen Typen doch einfach. Du bist so viel besser ohne ihn dran. Nein, du verstehst es nicht. Ich mochte ihn so gerne. Wie konnte ich mich in ihn so täuschen? Ich verstehe das nicht. Und ich hatte ihm einfach...
Ich verstehe nicht, warum du ihm so hinterher weinst. Sei doch froh, dass er dir jetzt das Herz gebrochen hat und nicht in, was weiß ich, einem oder zwei Jahren. Und jetzt hör auf, gefälligst traurig zu sein, sondern sei wieder glücklich. Komm, Brüder, gehen wir ein bisschen Fortnite spielen. Okay, Adam. Ich habe mir doch nicht ausgesucht, traurig zu sein. Bitte geht, ich möchte alleine sein. Okay, Nora, aber wenn du mit uns reden willst, kannst du jederzeit zu uns kommen. Ich werde einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Ich will niemanden sehen, ich will mit niemanden reden, ich möchte nichts essen, nichts trinken. Ich will einfach nur im Bett liegen. Nora, komm, das Essen ist fertig. Es gibt lecker Hühnchen, dein Lieblingsessen. Komm schon, du hast sicher Hunger. Danke, Adam, aber ich habe wirklich gar keinen Hunger. Schon wieder nicht, Nora, du musst wirklich langsam was essen. Ich kann nichts essen, ich krieg nichts runter, ich hol mir nur ein Wasser. Jetzt ist es schon fast ein Monat her und sie weint ihm immer noch hinterher. Was soll das? Du, Adam, ich glaube, unser Plan war wirklich eine Spur zu heftig. Oh Mann, fängt ihr jetzt auch schon damit an? Nein, war er nicht. Schau doch, wie sie drauf reagiert. Sie will nichts essen, sie will fast nichts trinken. Adam, hast du denn überhaupt kein Mitleid mit deiner Schwester? Mitleid wofür? Ich habe ihr einen Gefallen getan, auch wenn sie es jetzt nicht sieht. Du, Cäsar, ich glaube, wir müssen Nora alles erzählen. Benny, ich glaube, du hast recht. Wir müssen ihr das wirklich sagen. Das, was wir gemacht haben, war echt nicht okay. Wir können nur hoffen, dass sie uns danach nicht hassen wird. Ein Grund dazu hätte sie. Okay, bist du bereit? Nein, bin ich nicht, aber gehen wir. Hallo Nora, wir müssen mit dir kurz reden. Ich habe eigentlich gar keine Lust zu reden. Ist das wirklich wichtig? Muss es jetzt sein? Nun ja, ich glaube, es ist ganz schön wichtig, was wir dir sagen. Du musst wissen, was wirklich passiert ist mit dir und Jimin. Was wirklich passiert ist? Wovon redet ihr? Was meint ihr? Oh Nora, es tut uns so leid. Okay, ich erzähle dir alles von Anfang an. Was denn? Oh, Adam, hier bist du. Ich hätte ja wissen sollen, dass Jimin sowas nicht gemacht hat. Du hast uns auseinandergebracht, wegen dir. Nora, was? Woher weißt du das? Ich kann alles erklären. Also, Jimin ist wirklich kein guter Umgang für dich. Nein, weißt du, wer kein guter Umgang für mich ist? Du, mein eigener Bruder. Ich hätte nie gedacht, dass nicht Jimin hat mein Herz gebrochen, sondern du warst das. Bitte, Nora, wir haben das doch nur für dich getan. Wir wollten dich doch nur beschützen. Das musst du mir glauben. Ich soll dir glauben? Wieso sollte ich dir jemals wieder was glauben? Du bist ein Lügner und ein Betrüger und ich hasse dich. Es ist ja nicht nur Adams Schuld. Wir haben alle mitgemacht. Genau, wir sind alle gleich verantwortlich wie Adam. Und bitte glaub uns, es tut uns wirklich leid. Wir wollten dich doch wirklich nur beschützen. Wir wussten doch nicht, dass das so... Ich bin so enttäuscht von euch, von meinen eigenen Brüdern, dass... Das hätte ich nie geglaubt. Oh Mann, woher hat sie das nur erfahren? Vielleicht ist es eh besser, dass es rausgekommen ist. Leute, wir haben es Nora erzählt. Wie bitte? Wieso habt ihr denn sowas gemacht? Das war das einzige Richtige, was wir machen konnten. Du siehst doch ein, Adam, dass das schlecht war, was wir getan haben. Nein, das, was wir gemacht haben, war richtig. Das Schlechte, was ihr gemacht habt, ihr die Wahrheit zu erzählen. Sie wäre niemals sauer auf uns gewesen. Irgendwann hätte sie die Wahrheit erfahren. Lieber jetzt als zu spät. Genau. Du siehst nur noch so viel Hass über Jimin, dass du nicht mehr klar siehst, was du für Fehler gemacht hast. Oh Mann, vielleicht habt ihr recht. Arme Nora. Ich muss mich wohl bei ihr entschuldigen. Nora, ich muss mich bei dir entschuldigen. Nora? Nora? Wo ist Nora? Ist sie hier? Nora, bist du hier irgendwo? Aber sie war nicht unten. Hey, Elmo, hast du Nora irgendwo gesehen? Ja, sie ist vorhin, ich glaube, rausgegangen. Was? So spät? Und du hast sie gelassen? Sie ist 16, sie kann rausgehen, wann immer sie will. Ja, aber doch nicht mitten in der Nacht, das ist gefährlich. Wir müssen schnell nach ihr suchen gehen, vielleicht ist ihr etwas passiert. Schnell, komm mit. Von meinen eigenen Brüdern so verletzt zu werden. Ich hätte mir nie gedacht, dass sie mir so etwas antun können. Ich musste einfach weg aus diesem Haus. Ich musste weg von meinen Brüdern. Ich brauche einfach nur ein bisschen eine Zeit alleine. Ich muss meinen Kopf ein bisschen klar machen. Der arme Jimin hat also die ganze Zeit die Wahrheit gesagt und ich habe ihm nie geglaubt. Er wird mir niemals verzeihen. Ich habe hier doch irgendwo Zigaretten am Boden gesehen. Oh, wer ist das denn? Das ist ein Mädchen. Sie ist alleine. Na, das nenne ich mal ein glücklicher Zufall. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Wer ist da?
Okay, Nora ist verschwunden. Hat jeder seine Taschenlampe? Wir müssen sie suchen gehen. Sie ist nur wegen uns davongelaufen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Wenn ihr wirklich was passiert, ich kann nicht darüber nachdenken. Wir werden sie schon finden. Wir müssen sie finden. Arme Nora, sie hat sicher so Angst. Es ist alles meine Schuld. Ich und mein blöder Plan. Wieso musste ich mich auch unbedingt einmischen? Nora! Nora, bist du hier irgendwo? Antworte! Nora, bitte komm wieder nach Hause. Wenn du uns hörst, sag was. Bitte, Nora. Es tut uns auch wirklich leid. Was wir gemacht haben, ist falsch. Das sehen wir ein. Nora! Sie antwortet nicht. Ameisen, habt ihr Nora irgendwo gesehen? Sorry, Bro. Hab keine Chick hier gesehen. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Nora! Nora! Wo bist du? Vielleicht ist sie hier? Nein, hier unten? Nora, bitte, komm wieder nach Hause. Nora, es tut uns so leid, bitte. Nora. Du, Cäsar, was ist, wenn ihr wirklich etwas passiert ist, sie irgendwo verletzt ist und sich nicht bewegen kann oder bewusstlos ist? Vielleicht antwortet sie deswegen nicht. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, du hast recht. Du, weißt du, was wir machen sollten? Du denkst wahrscheinlich an dasselbe wie ich. Ich glaube, wir müssen Jimin um Hilfe bitten. Das ist eine gute Idee. Geh du hin. Und ihr dürft nicht aufhören, weiter zu suchen. Wir werden niemals die Suche aufgeben. Nora! Nora, wo bist du? Bitte antworte uns. Es tut uns so leid. Nora! Es ist jetzt einen Monat her. Ich habe mit Nora seit einem Monat nicht mehr gesprochen. Es kommt mir vor, als ob es schon 2 Jahre ist. Bitte, mein junger Herr, Sie müssen etwas essen. Sie haben schon seit Tagen nichts gegessen. Nein, ich kann nicht. Ich kriege keinen Bissen runter. Vielleicht haben Sie doch Lust auf etwas Süßes. Hier, es gibt Kuchen. Nein, das einzige Süße, was ich kosten will, ist meine Nora. Besuch? Um diese Uhrzeit? Es ist 23 Uhr. Das ist merkwürdig. Ich gehe wohl besser mit. Egal wer es ist, ich möchte mit niemandem reden und niemanden hören. Ich geh schlafen. Ich bin so müde. Mein junger Herr! Warte mal, bist du nicht Noras Bruder? Jimin, es tut mir wirklich leid, aber du musst uns helfen. Nora ist verschwunden. Sie ist von zu Hause davongelaufen. Was? Das junge Fräulein ist verschwunden? Aber wieso ist sie denn von zu Hause weggelaufen? Wieso sollte Nora einfach von zu Hause davonlaufen? Komm schon, erzähl! Mein großer Bruder Ada mochte dich nicht und er hat ein Mädchen bestochen, das sie Lügen erzählt und dass sie mit dir auf ein Date war und deswegen hat Nora mit dir Schluss gemacht. Was? Wegen euch? Dieser Adam schon wieder. Ich kenne seine Freundin nicht mal. Und wir haben Nora erzählt, was passiert ist und sie ist von zu Hause davongelaufen. Arme Nora, ich hoffe, es ist ihr nichts passiert. Charlie, Chiara, holt jeden Mann, den ihr habt. Wir müssen Nora finden. Natürlich, der junge Herr. Jimin, es tut mir wirklich leid, was meine Brüder dir angetan haben. Das ist jetzt nebensächlich. Wir müssen Nora finden. Nora! Nora, bitte! Bitte antworte mir. Es tut mir so leid. Es bringt nichts. Wir suchen schon seit 2 Stunden. Dieser Wald ist einfach zu riesig. Wir bräuchten eine halbe Armee, um Nora zu finden. Schau, da sind sie. Hey Leute, ich habe Unterstützung geholt. Ich war bei Jimin und habe ihm alles erzählt. Benny, was? Du warst bei Jimin? Wir brauchen deine Hilfe nicht. Wir sind genug Leute. Was will denn eine Person mehr anrichten? Gar nichts. Hey Adam, ich weiß, dass du mich hasst, okay? Aber hier geht es nicht mehr um dich. Hier geht's um deine Schwester, die verschwunden ist. Glaubst du, das ist mir nicht bewusst? Glaubst du, ich weiß nicht, wer dran Schuld hat? Naja, wenn's dir hilft, ich habe ein paar Leute geholt. Wir haben 30 weitere Leute auftreiben können, die helfen werden. Warte, 30 weitere Menschen? Natürlich, als der junge Herr erfahren hat, dass die kleine Miss verschwunden ist, hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen Suchtrupp zu starten. Wir werden sie finden. Sehr gut, Leute. Danke. Und jetzt, wir sollten anfangen, Nora zu suchen. Wohin sollen wir gehen? Ich glaube, wir sollten uns alle aufteilen. Okay, Chiara, du suchst dort. Okay, der junge Herr, sofort. Und Charlie dort drüben. Jawohl, der junge Herr. Adam, du suchst am besten mit deinem Bruder irgendwo oben. Ach, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Boss. Ich suche dort, wo ich will. Adam, ich bitte dich. Wir müssen doch zusammenhalten, um Nora zu finden. Es reicht, Adam. Hier geht's nicht mehr um dich. Ist dein Hass gegen Jimin stärker als dein Wille, Nora zu finden? Weil wenn das so ist, dann geh nach Hause. Jimin will genauso Nora suchen wie wir, also halt den Rand. Ich weiß, wir haben alle gleich Schuld daran. Aber nichtsdestotrotz ist das kein Grund, dich so aufzuführen. Es reicht, nicht mehr streiten, das bringt niemanden etwas. Suchen wir jetzt Nora. Wir zwei suchen hier. Und wir hier oben. Nora, Nora, wo bist du? Okay, ihr habt ja recht, es tut mir leid. Okay, Florian, komm, gehen wir hier rechts. Okay, Charlie. Du gehst dort auch nach rechts, aber rechts unten und ich werde links gehen.
Danke dir, Jimin, für deine Hilfe. Das werde ich dir nie vergessen. Kein Problem, dir auch viel Glück. Okay, es wird Zeit, nach Nora zu suchen. Hilfe! 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 Was denkt ihr? Werden meine Brüder mich finden? Oder ist das das letzte Mal, dass sie mich gesehen haben? Wenn ihr erfahren wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch die nächste Episode an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gut gefallen und ihr freut euch schon auf die nächste. Falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das hilft uns nämlich wirklich weiter. Jetzt bedanke ich mich noch bei lieben Leuten, die immer nette Kommentare schreiben. So wie diese drei. Vielen Dank, Rebecca, Veronika und Jani Savirege. Vielen lieben Dank, dass ihr super toasty seid und immer nette Kommentare schreibt. Und jetzt bedanke ich mich noch bei unseren Kanalmitgliedern. Danke dir, Melania, Jaming, Esra, Kokoskala und Marissa. Vielen Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit supportet. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann werdet einfach Kanalmitglied oder schreibt nette Kommentare und mit etwas Glück kommt ihr ins nächste Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.